Einen crazy Tag wünsche ich euch. Herzlich willkommen zurück zu The Evil Within, heute mit einer weiteren Folge. Wir setzen mal das Spiel fort und freuen uns auf Helmut. Helmut, war das der Name? Ich glaube ja. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Und jo. So, ich habe glaube ich irgendwann mal was. Egal. Gut. Heilen will ich den jetzt nicht. Ich sammle jetzt noch einmal alles ein. Was wir gut gebrauchen können. Jetzt muss ich mich wieder an die Art des Spiels anpassen, weil ich zurzeit viel DayZ wieder gezockt habe. Da war was. Wobei, da ist ja nicht viel, was wir hier finden. War doch so, ne? Darüber können wir nicht springen. Wir gehen jetzt einfach hier runter. Wartet. Wir gehen ins Inventar. Wie ging es ins Inventar? So, ich habe wirklich lange nicht mehr gespielt. Sniper. Wir laden nach. So, wir laden jetzt wirklich mal alles nach. Schrotflinte nachladen. Haben wir keine Schüsse mehr. So. Das nachladen. Da muss ich mal gucken. Ich hätte gerne... davon einen Bolzen. Ist das jetzt der Sprengbolzen? Ich vergesse mal das Zeichen des Sprengbolzens. Nee. Der hier ist der Sprengbolzen. So, wir nehmen die Axt. Klettern hier mal eben schnell runter. Und freuen uns auf Helmut. Ja! Diesem kleinen Affen. Starten den Timer, weil ich mal wieder vergessen habe. Hey Bruder! Jo, du mal rasierst uns wieder die Fresse und den Kopf und wir sind tot. Ich liebe dieses Leben! Auch wenn Helmut scheiße ist. Ich hasse diesen Typen und ich bin angepisst. 2 Minuten gespielt und schon wieder keine Lust. In diesem Spiel kommt man nie weiter. Was für ein Schluss. Aber ich möchte... ganz ehrlich, wir nehmen die Axt nicht mit. Steuerung. So, den haben wir jetzt auch ausgeführt. Ja, ja, ich weiß, was jetzt passiert. Hey Helmut, Bruder, verpiss dich. So, kurz Waffe wechseln. Habe ich überhaupt Munition für die? Ja, nur ein Schuss. Sehr geil. La Fehler von mir. Alter. Bruder. Mobb mich nicht. Nein. Gut, wir haben's. Er brennt. Aber nicht lange. Scheiße. Okay, wir sind tot. Ja, ganz ehrlich, wir haben kaum Sachen, womit wir den eigentlich bekämpfen können. Wir müssen irgendwie was Schönes finden. Wir konnten ihn einmal anzünden, auf jeden Fall. Wir haben ihn eine Shotgun. Wir müssen gucken, was wir da alles haben, womit wir was anfangen können. Deswegen, ich gehe jetzt doch mal hier sammeln. Ich muss sammeln und das werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit immer wieder machen müssen. Das ist extrem scheiße, aber tut mir auch extrem leid. So, wenn wir die Teile hier aufsammeln, wir kriegen hier auch neue Munition und so, das ist schon gut. Auch wenn wir das jetzt die ganze Zeit machen dürfen, was machst du denn hier? Sag mir nicht, dass das uns helfen wird. Ich nehme lieber die Axt mit. Nein! Ja, jetzt war wieder dieser scheiß Desktop-Bug da. Ich glaube, wenn ich zu weit mit der Maus nach
rechts links komme. Was eigentlich nicht passieren darf, aber okay. Neue Falle, neues Glück. Boah, das war knapp. Neue Teile. Gut, da unten sind die Dinger aktiviert worden. Die Schalter, war das da unten? Ich weiß es nicht, wo es genau war. Auf jeden Fall schien das wichtig zu sein. Ich guck gleich mal mit der Sniper, ob wir irgendwo was entdecken. Ich guck jetzt hier alles noch. Boah, das war knapp. Neues Teil, neues Glück, würde ich sagen. Neue Sniper-Muni, sehr schön. Hier. Kriegen wir Teile? Shotgun-Muni, Sniper-Muni. Sniper ist voll. Und Gehirnflüssigkeit. So. Jetzt gehe ich mal ganz kurz ins Inventar. Lad die Sniper nach. Weil dadurch sollten wir doch eigentlich neuen Platz bekommen für die Munition, ne? Yeah. Hier wäre das gewesen. Gut. Haben wir sonst hier noch Munition? Wir haben irgendwo noch Pistol-Muni. Bestimmt. Da hoch können wir, da ist noch Gehirnflüssigkeit. Alter, hallo, Bruder. So. Hier war doch irgendwo Pistol-Muni. Hier war noch ein Schockpfeil. Okay. Ich verstehe es nicht. Ist hier irgendwo ein Knopf? Ey, jetzt sind wir hier runtergefallen. Ich werde einfach immer rausgekickt aus dem Spiel. Wehe, das passiert mir gleich bei Helmut. Ich drücke doch noch nicht mal hier einen Knopf, oder? Auf der Tastatur? Nö. Ich wüsste gar nicht, welcher Knopf dafür verursachen sollte. Hier wollte ich jetzt hin. Da liegt nochmal Pistol-Muni. Sehr schön. Gut, wir haben die nachgeladen. Dann können wir jetzt die Schrotflinte nachladen. Haben 3 Schuss. So, können Pistole nachladen. Kriegen mit ihr 7 Schuss schon mal rein. Kümmern uns jetzt hier drum. Ich möchte Explosionspfeile herstellen. So. Reset. Schon wieder. Ich drücke gar nichts Wichtiges. Oder Falsches. Das ist irgendwie ein Scheißbug. Entweder von dem Spiel oder mein PC will mich wieder ficken. So. Hey Helmut. Was geht, Bruder? Dir stecke ich jetzt erstmal einen Explosionspfeil rein. Gut. Dann hättest du gerne noch einen, ne? Das weiß ich doch. Wow, jetzt habe ich mich mitgesprengt. Komm, steh auf. Bruder. Wir haben nicht genug Leben. Eine Spritze habe ich, glaube ich, nicht. Scheiße. So, wir können gucken. Was haben wir? Pistole. Nein, Shotgun bitte. Beides getroffen. So, nächste. Hier haben wir noch so einen Pfeil. Das zieht Schaden. Blitzpfeil. Los. Jetzt können wir das hier rüber schießen. V. Pistolenmuni. Jetzt brennt der.
Wir haben ihn. Ja. Wir haben Helmut. Das könnte voll mit denen sein. Der Aufzug steckt oben fest. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Wir haben auf jeden Fall Helmut bekommen. Das also hat ihn blockiert. Hallo. Schätz mal, das war ein Fehler, aber egal. Lass mich mal ganz kurz hier in diesen Raum. Ich habe genug Gehirnflüssigkeit. Die haben wir auch noch. Hier haben wir ein neues Tagebuch. Tagebuch von Sebastian Castellano. 17. Mai 2006. Vor 8 Monaten haben Myra und ich geheiratet. Und du, kleine Lilly. Lilly? Lilly, sage ich jetzt. Zwar kein Doppel-L, egal. Lili? Lili? Keine Ahnung. Bist das Ergebnis unserer Liebe. Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen. Aber ich habe auch Angst. Ich habe meinen Job so viele Gefahren gemeistert, aber zu wissen, dass ich schon bald Vater werde, macht mir mehr Angst als alles andere. Ich verspreche dir, dass ich dich mit allen Fasern meines Körpers lieben und beschützen werde, solange ich auf dieser Welt bin. Ich werde den neuen Abschnitt meines Lebens genauso beginnen, wie alles Wichtige, was ich tue. Mit ganzem Herzen und fester Absicht, mein Bestes zu geben. Du sollst wissen, dass deine Mutter und ich dich bereits jetzt über alles lieben und uns unheimlich darauf freuen. Und uns meines Lebens, bla bla bla, feste Absicht, freuen, dich auf dieser manchmal rauen Welt zu begrüßen. Und natürlich gehen wir rüber, mal gucken, was es Neues gibt. In der schönen Welt. Wir sind jetzt genau aus diesem Spiegel gekommen. Von dem das Foto ist. Extrem gruselig. Neue Schlüssel haben wir nicht. So Pergament. Rollen haben wir auch noch nicht bekommen. Ja, hier wäre die Schlüssel gewesen. Gut, das heißt dann, wir können speichern. Natürlich nehmen wir diesen Speicherpunkt an. Gehen Escape. Wir hätten auch nachher nochmal speichern können. Wir machen jetzt erstmal das hier. Boah, ja. Mit diesem Sprint, das geht mir richtig auf die Nerven, aber okay. Wir verbessern, was verbessern wir? Ich werde mal sehen. Lebensanzeige, maximale Sprintdauer, Nahkampfschaden, Spritzenwirkung. Lebensanzeige. Die könnten wir eigentlich verbessern. Wir könnten aber Waffen, auch Munition, Dingen verbessern. Granaten, Spritzen, Qualenbolzen könnten wir auch verbessern. Ich wäre aber für Fitness. Ich bin eher für Fitness und wir machen die Lebensanzeige, ja. So. Das wäre es auch schon gewesen. Den Rest sparen wir uns noch. Wir gehen jetzt nochmal speichern. Ich weiß, das wäre jetzt ein bisschen blöd von mir, aber egal. So. Speichern, annehmen, zurück. Und wir gehen wieder in dieses normale Leben. Aber wie es jetzt weitergeht bei dem Aufzug und so, ne? Da muss ich euch leider enttäuschen. Das sehen wir jetzt beim nächsten Mal. Bis dahin bleibt crazy und tschüssen.